daneben. Na, schrei noch mal, du Arsch. Sitzt hier im Baum und weckt uns auf. Die ganze Zeit, seit 4 Uhr morgens. Sven, wie geht die das? Was definiert eigentlich ein Schwarm? Ein Schwarm Fische? Ein Schwarm Vögel? No. Ein Schwarm Büffel? Oder ist es, bei Vögeln ist es ja eine Rotte. Ach, sind wir das wieder? Nee. Bei Vögeln ist es eine Rotte, bei Fischen ist es ein Schwarm. Und was bei Tieren? Es kommt drauf an, bei Hunden ist es ein Rudel. Ein Rudel? Bei Katzen ist es ein... Also die Situation ist folgende, wir haben Stefan gestern Abend noch zum Flughafen gebracht und haben es dann leider nicht mehr zum Yosemite geschafft, aber haben jetzt hier irgendwo auf so einem Truckstop angehalten. Warum hatten vorher super geiles mexikanisches Essen? Das Nein, war, das war nicht also, super geil. Das, doch, war, das war super es geil. Es war okay geil. Es war okay, okay geil. Okay, ihr seid okay geil. Okay, ja, es, ich fand es super, super geil. Super geil. Ich finde das gerade sehr süß, dass wir alle zusammen Fingernägel feiern können. Ich dachte, das geht nur in der Mädelsgruppe, das aber es gut. Funktioniert sehr gut mit Jungs zusammen. Deine Playlist ist sehr gut. Also, Achtung, Sprung! Ui! Ui. War der Logbuch hier? Wir waren gerade bei Walmart. Ich habe nicht so viele strange Leute gesehen, wie ich gehofft habe. War aber auch noch früh, war 7:30 oder so. Ne? Wir haben geil eingekauft, das Auto ist voll, wieder kann ich mit mir wieder kaputt schlafen. Oh, wir sind gerade mitten in der Wand. Ach du Scheiße! Dies, zeig mal den View. Downhill! Boah! Na, bin ich on air? Jo. So, wir sind hier mitten in der Walachei. Autos ja, liegen geblieben. Das Geschehen mal kommentieren. Tank ist alle. Was ist das da? Hier, bist du Geologie-Experte? Kannst mal ja, das ist der berühmte Terminhügel. Ach, Terminhügel, merkt man gleich, wer keine Ahnung hat. Das ist der berühmte Sandstein. Der ist über 200.000 Jahre alt, hat sich in der späten Kreidezeit entwickelt. Das ist Heimat für viele Vögel, viele Eidechsen, viele giftige und tödliche Tiere und Kleeblätter im Wasser. Oh, ich habe einen Fisch gesehen. Und ist auch Heimat für die hier heimischen Vögel.
Krasses Ding einfach mal. Ja. Drin, um Auftrieb gleich null. Schade, ich hatte gehofft, dass sie hochfliegt. Wir bleiben hier einfach sitzen. Machen wir Videologbuch gerade? Mhm. Hallo Kamera. Hallo. Wir haben Feuer. Wir haben entspannt heute. Geil, heute konnte Simon gemacht. Sich nicht durchsetzen und noch eine Riesentour Wanderung. Der wollte selber auch gar nicht. Nee. Doch, ja. Doch, er wollte. Du hättest eine Tour machen können. Aber war toll. Wir sind, als wir hergefahren sind, sind wir quer durch die Walachei gefahren. So durch Wald West mit Hügel und Steppe und Kühen und Pferden. Oh, muss er. Alles rumlaufen. Gut. Also es war geil. Machen wir morgen früh. Eigentlich waren und jetzt sind wir im Yosemite National Park. Oder nee, morgen früh auch nicht, weil wir morgen früh wandern gehen. Alles voller Bäume, Steine und Flüsschen. Aber wir haben einen Top-Platz gekriegt. Und wir haben einen Top-Platz. Also wir waren erst auf einem Platz, da war alles voll. Die Rangerin noch gesagt, fahrt mal da hinten in die abgelegene Ecke, vielleicht habt ihr da was, war auch alles voll. Und dann meinte sie, dann fahrt hierher. Und einen haben wir gefunden. Geil. Und jetzt haben wir gerade Feuer gemacht und gegessen. Simon hat herrlich gekocht heute Mittag. Dann haben wir gepennt. Beziehungsweise ich habe gepennt. Ich habe eine Quatschrunde gemacht. Ihr habt Quatschrunde gemacht. Ja, wir haben rumgequatscht. Und jetzt machen wir gerade Feuerchen, trinken ein bisschen. Bisschen gedöst so. Geschnarcht? Ja, so ein bisschen. Nein, ich schnarche überhaupt nicht. Wie ist das geschnarcht? Nein, das stimmt ja, überhaupt nicht. Gedöst ist er schon, ja. Ich dachte, dass ich Menki gehört habe, dass er schnarcht. Aber oh, das war ja auch. War das jemand anderes? Ja, ich glaube, aus dem Auto raus mit Türen zuhörst. Ja, doch. Menki hat richtig laut geschnarcht. Das kann ja wieder. Also über einen halben Platz. Und dann dachten schon die Leute, das wäre ich gewesen. Aber das war gar nicht so. Da kam schon die Leute an. Wer hat hier die Kettensäge? Ja. Bäume fällen ist hier illegal. Ja, jetzt haben wir halt schön gerade Feuerholz gesammelt, machen Feuerchen, trinken Bier. Muss im Kalender markieren, kommt nicht. Und Jim Beam und Cola. Und das Toilettenhäuschen hat kein Licht. Spooky scary. Es gibt kein fließendes Wasser hier. Erst überhaupt nicht. Doch, es gibt fließendes Wasser im Fluss. Ja, fließendes Gewässer gibt es. Fließt doch. Fließt nicht so doll, aber. Das fließt. Aber man muss das abkochen, bevor man es benutzt. Machen wir gleich. Oder abwaschen kann man damit. Machen wir dann später nochmal. Ne? Stellen wir einen Topf auf. Und du, Svenninger? Ja. Man sieht dich gar nicht richtig. Muss ein bisschen ins Licht treten, ja. Hier ist warm. So, und jetzt erzähl mal. Was denn? Ja, also. Wie ist dein Leben so? Ja, also. Hast du das so vorgestellt? Das. So wie heute habe ich es mir vorgestellt. Ja. Könnte nicht besser sein. Ich bin auch sehr frei heute, also mir ist auch egal, was wir jetzt die nächsten Tage machen, wenn es einfach so weitergeht. Places that we were.
live on front porches and swing life away.